Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal wieder eine Rezension für euch und zwar zu Calendar Girl, verführt von Audrey Carland. Das ist der erste Teil der Calendar Girl Trilogie und ich habe den zusammen mit der lieben Chloe Morgenstern gelesen. Auch sie wird ja ihre Rezension dazu hochladen. Ich verlinke sie euch unten in der Infobox. Worum geht es in dem Buch? Hier geht es um Mia, die ganz dringend Geld braucht, weil ihr Vater sich mit üblen Typen eingelassen hat, Spielschulden hat, sehr hohe, und im Krankenhaus liegt und sich nicht selbst darum kümmern kann. Und deswegen muss Mia möglichst schnell 1 Million Dollar auftreiben. Und um das zu erreichen, arbeitet sie letztendlich als Escort Girl, nimmt sich aber ausdrücklich vor, nicht mit den Männern, die sie dort trifft, zu schlafen, sondern sie halt nur zu begleiten bei was auch immer und so irgendwie das Geld zusammenzukriegen. Doch gleich, bei dem ersten Kunden im Januar, wird ihr Vorsatz auf eine harte Probe gestellt, denn zwischen ihr und, wie hieß er doch gleich, Wes, knistert es gewaltig. So viel zum Inhalt, mehr muss man da auch echt nicht sagen. Clary und ich haben uns mit diesem Buch echt schwer getan. Wir waren beide von Anfang an skeptisch und im Nachhinein hätten wir es, glaube ich, lassen sollen und dieses Buch einfach nicht lesen sollen. Also ich muss sagen, ich fand das nicht gut. Wirklich nicht. Kommen wir trotzdem erstmal zu dem wenig Positiven, was ich habe. Und das ist, dass ich dieses Buch eigentlich gut lesen lässt. Also es hat einen sehr lockeren und auch angenehmen Schreibstil. Man kommt sehr gut durch die Seiten, man kommt gut in die Geschichte rein und es lässt sich halt wirklich schnell lesen. Was für mich auch echt das Positivste an diesem Buch war, weil wenn man bedenkt, wie wenig es mir gefallen hat, hätte ich es eigentlich auch abbrechen können. Aber zum einen habe ich es ja mit Clary zusammen gelesen, zum anderen war es wirklich so, dass dieser Schreibstil sich so gut lesen lässt, dass ich trotzdem sehr schnell durch die Seiten gekommen bin und es somit auch dann bis zum Ende durchgezogen habe. Nun zu den Problemen. Zum einen die Protagonistin. Was soll ich sagen? Aber am Anfang erschien sie mir ganz sympathisch, weil sie halt macht, was sie macht. Sie versucht, das Geld aufzutreiben, um ihrem Vater zu helfen, macht dafür alles, was ihr einfällt und landet eben letztendlich bei diesem Escort-Service. Sie kümmert sich um ihre Schwester, weil sie halt auch keine Mutter mehr hat, die das machen könnte. Und das macht sie mir eigentlich am Anfang zumindest sympathisch, aber dann ging es nur noch bergab. Also es fängt halt allein damit an, dass sie von Anfang an sagt, sie will auf keinen Fall irgendwas mit diesen Männern anfangen. Sie wird um Himmels Willen nicht mit ihnen schlafen. Und in der ersten Sekunde, wo sie den ersten Kunden sieht, wirft sie das alles eigentlich komplett über den Haufen und vergisst es. Und es ist ja vollkommen egal. Und sie denkt sich so, ach, warum nicht, bla bla bla. Und ja, da dachte ich mir nur so, so viel zu den Vorsätzen, das hätte sie sich dann auch sparen können, weil es ist wirklich in der ersten Sekunde, ich dachte mir so, das ist jetzt nicht ihr Ernst, sie sieht den da und denkt sich gleich so, ach ja, warum nicht, ist das ihr Ernst, also nee, ich konnte sie einfach nicht verstehen, vor allem das zieht sich durch das ganze Buch, also das ist, nee, es ging gar nicht. Und das zweite, was mich halt mega gestört hat an diesem Buch, war, dass es eigentlich keine richtige Handlung gibt, also es geht ja darum, dass sie sich mit diesen Männern halt trifft, versucht das Geld zu verdienen. Und aufgrund von drei Monaten gibt es halt drei Männer, drei Kunden, die sie hat. Und ich muss sagen, der erste und der zweite Abschnitt, sprich der Januar und der Februar, die waren sich so ähnlich. Also nur mit einer anderen Person in einem anderen Setting. Aber davon abgesehen hat sich das total geähnelt. So. Also es gab auch keinerlei Entwicklung in der Handlung, sodass dass es irgendwie auf und ab ging oder keine Ahnung, mal was Spannendes passierte. Also überhaupt nicht. Das Einzige, was sich dann ein bisschen abgehoben hat, war der dritte Abschnitt, der März. Der war tatsächlich ein bisschen anders. Und das war auch der Punkt, wo ich dachte so, Gott sei Dank, das Buch ist nicht vollkommen schlecht. Es hat doch noch was Gutes, weil der Abschnitt gefiel mir dann doch ganz gut, weil er in eine ganz andere Richtung ging als die ersten beiden und weil das Thema Sex da auch nicht ganz so mega groß behandelt wurde. Und da dachte ich mir echt so, Mensch, hat die Autorin sich doch noch mal was anderes ausgedacht? Das ist ja ganz schön.
Was sie auch versucht hat, war halt irgendwie was Tiefgründiges reinzubringen in die Handlung durch die Geschichte mit Mias Vater und ihrer Schwester und was sie halt in der Vergangenheit schon mit den beiden erlebt hat. Hat sie versucht, Mia mehr Tiefe zu verleihen und die Handlung etwas interessanter zu gestalten. Ich muss aber sagen, dass das für mich einfach nicht ausgereicht hat, weil also letztendlich gibt es in dem Buch nicht wirklich eine Entwicklung, weder bei Mia noch irgendwie in Form von der Handlung. Und das Einzige, was sich halt, wie gesagt, wirklich abhebt, ist der März. Und da hat es mir halt auch nicht mehr geholfen, dass sie versucht hat, irgendwie da noch so was Tiefergehendes reinzubringen in die Geschichte. Also das hätte sie sich genauso gut sparen können. Für mich hatte das zumindest keinerlei Effekt. Und das Buch wurde für mich damit auch nicht interessanter. Und ich habe auch kein Interesse daran, herauszufinden, wie es weitergeht. Was auch sehr schade ist, ist, dass Mia bei ihren Kunden zu verschiedenen Orten reist. Jeder Kunde ist in einer anderen Stadt. Ich glaube, wir hatten Seattle und Chicago, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Was an sich total interessant wäre, wenn das mal näher beschrieben worden wäre. Also ich weiß noch, in Seattle war das, glaube ich, war sie eigentlich die ganze Zeit nur in dem Apartment von dem Typen und in seinem Büro. Von der Stadt hat man nichts mitgekriegt und in den anderen Abschnitten war es im Prinzip genauso. Man hatte halt gar nicht dieses Gefühl, wirklich den Ort mal zu wechseln. Man hat keinerlei Eindrücke irgendwie von den Orten bekommen. Das fand ich sehr, sehr schade. Da wäre auf jeden Fall auch mehr drin gewesen. Ja, das Ganze spielt ja sehr in der Erotik-Schiene und ich musste, also an manchen Stellen dachte ich mir dann auch einfach nur so, nee, das brauche ich jetzt nicht. Ich muss auch zugeben, dass ich zwischendurch echt mal so ein paar Stellen übersprungen habe, aber letztendlich auch, weil sich alles immer wieder wiederholt hat. Das war irgendwie immer das Gleiche wie so eine Endlosschleife und nee. Also ich kann leider nichts allzu Positives zu dem Buch sagen, was mir halt auch irgendwie leid tut, weil ich weiß, viele fanden es sehr gut, was mich echt total irritiert und überrascht, weil ich es echt nicht verstehen kann. Also keine Ahnung. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, tut es mir sehr leid, wenn ich euch das jetzt madig mache. Ihr könnt euch ja gerne noch andere Rezensionen dazu angucken, vielleicht von jemandem, der ihm das Buch besser gefallen hat. Clarys Rezension wird ähnlich negativ ausfallen, sage ich an dieser Stelle schon mal. Es hat uns beiden nicht gefallen. Und ansonsten, wenn ihr schon gelesen habt, könnt ihr mir gerne verraten, wie es euch mit dem Buch ging. Könnt ihr meine harte Kritik nachvollziehen? Ich habe dem Buch letztendlich 2 Sterne gegeben. Zwischendurch war ich echt am Überlegen, 1 Stern zu geben, einfach nur für den Schreibstil, weil der Rest war halt nicht so prickelnd. Aber dieser letzte Abschnitt, der hat dann doch noch so ein bisschen was rausgeholt. Und von daher hat das Buch für mich dann letztendlich halt 2 Sterne bekommen. Ja, so viel dazu. Ich kann dazu leider nicht mehr sagen. Ich habe auch echt lange überlegt, was ich überhaupt zu dem Buch sagen kann, weil ich könnte es in einem Wort zusammenfassen. Ich fand es schrecklich, es ist einfach so. Aber wie gesagt, schaut euch gerne noch andere Rezensionen an. Lasst euch von mir das Buch jetzt nicht madig machen. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Und ansonsten war es das an dieser Stelle. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Buch gefallen hat oder ob ihr es noch lesen werdet. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ich weiß gar nicht, wann ihr dieses Video seht, aber naja. Ich hoffe, ihr habt genauso schönes, wunderschönes Frühlingswetter wie wir gerade. Es ist echt traumhaft. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.